Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das Arbeitsprogramm der EU-Kommission 2016 lässt zunächst einmal das erklärte Ziel von Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten, ganz klar erkennen. Bürokratieabbau, Verschlankung, Beschränkung auf das Notwendige. Vergleicht man 2010, da gab es 316 neue Initiativen. Mit dem aktuell laufenden Jahr 23 erkennt man, dass an dieser Stelle ernst gemeint ist. Man kann darüber streiten, ob die Prioritäten im Einzelnen richtig gesetzt sind, aber eins steht fest, egal welche Meinung man vertritt, Business as usual ist nicht der Spruch der Zeit. Insoweit ist diese Überschrift des Arbeitsprogramms, ich glaube, das ist Einigkeit, richtig gewählt. Die Kommission benennt dann Themen, die sie als Herausforderung der Europäischen Union sieht. An Stelle 1 ganz klar die Flüchtlingskrise, die Arbeitslosigkeit nebst Beschäftigungs- und Wachstumslücke, die Notwendigkeit einer Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, den Klimawandel, die instabile Lage der östlichen und südlichen Partnerschaft. Natürlich auch, das ist angesprochen worden, der faire Deal für das Vereinigte Königreich, für Großbritannien. Was ich in dieser Auflistung nicht finde, aber was sicherlich auch eine besondere Herausforderung ist, ist die effektive Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Die gehört für mich ganz klar prioritär ganz nach oben. Die Flüchtlingskrise, und das haben die Beiträge ja gezeigt, ist aber das Masterthema der Stunde der Gegenwart. Kommunal, regional, national und international. Auch wird diese Krise nur gelöst werden können, wenn wir eine europäische Lösung, europäische Regeln finden, im Kontext mit guten, intelligenten nationalen Regelungen und natürlich auch internationalen Rahmenbedingungen. Eine nie dagewesene Anzahl von Flüchtlingen hat zwischenzeitlich den Weg nach Europa gefunden. Im letzten Jahr, man weiß es ja gar nicht genau, weil die Registrierung ja nicht 100% genau funktioniert, schätzt man, 1,4 Millionen Menschen sind hier angekommen. Täglich zurzeit 2.000 bis 3.000 Menschen. Die EU-Kommission legte im vergangenen Jahr eine Migrationsagenda vor. Und dann folgten auch Legislativvorschläge. Das sah richtig ambitioniert aus. Einige Seiten hat man schon gedacht, hier ist was in Bewegung. In der jüngsten Sitzung des Gremiums der EU-Kommission, da braucht man gar keinen anderen zu zitieren, am 13. Januar diesen Jahres, war die ernüchternde Feststellung, keine dieser vorrangigen Maßnahmen ist auch nur in irgendeiner Hinsicht zureichend umgesetzt worden. Der Kollege Ulrich hat angesprochen, es sollten 160.000 Flüchtlinge verteilt werden. Die ganz aktuelle Zahl ist aber gestiegen auf immerhin 414 und das nach etlichen Monaten. Von den 11 Hotspots sind 3 umgesetzt, allerdings nicht mit den Mitteln und den Kapazitäten, die vorgesehen waren. Und wir wissen alle, insbesondere die Visegrad-Länder, also Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei, aber auch die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen, haben große Vorbehalte und stehen der Aufnahme von Flüchtlingen sehr kritisch und grundsätzlich gegenüber. Aber Großbritannien und Irland beteiligen sich nach den Verträgen nicht am Asylsystem. Dänemark hat ein Opt-out, das heißt, es kann sich aussuchen, ob es sich beteiligt oder nicht. Nur einige wenige Staaten nehmen zurzeit tatsächlich Flüchtlinge auf. Ja, und dann bis die Belastung und der innenpolitische Druck zu hoch wird. Wir haben die Entwicklungen verfolgt. Schweden, Dänemark, Österreich, strikte Grenzkontrollen, Obergrenzen, massive Verschärfungen des Asylrechts. Und jetzt geht es natürlich los. Man wollte was tun, nämlich 160.000 Menschen verteilen. Es funktioniert nicht. Und jetzt kommt ein Bashing. Und zwar in alle Richtungen und in erster Linie in Richtung der einzelnen Mitgliedstaaten. Schuldzuweisungen, ganz merkwürdige Vorstellungen, rechtsextrem. Ja, das mag ja sein, aber meine Damen und Herren, diese Europäische Union, wie sie besteht,
ist geprägt durch Vielfalt und Pluralismus, historisch, politisch und kulturell. Die besteht gerade nicht aus gleichen Bürgern in gleichen Staaten, in gleichen Regionen. Man kann hier nicht alle über einen Kamm scheren. Europa konnte auch bisher nur funktionieren, doch nicht, weil alle Länder solidarisch waren mit allen Menschen im anderen Europa, sondern weil doch jeder Mitgliedstaat für sich große Vorteile gesehen hat. Und das ist doch auch der Grund für die Ausnahmevorschriften in den vielen Protokollen. Wenn man es auf den Punkt bringt, könnte man EU auch als Egoismusunion übersetzen. Aber das war die doch von vornherein. Das ist doch nichts Neues. Europa konnte nur funktionieren, weil man eben auch Rücksicht auf den anderen genommen hat. Und jetzt muss man Folgendes sehen. Diese ablehnende Haltung, die entsteht doch nicht in den einzelnen Regierungen als Gremien, dass sie sich überlegen, was tun wir jetzt, wie können wir jetzt der EU dazwischenfunken, wir wollen keine Flüchtlinge. Das ist eine gefestigte und verwurzelte Haltung in der jeweiligen Bevölkerung. Und das müssen wir doch zur Kenntnis nehmen. Jetzt stellt sich die Frage, setzen wir das EU-Recht mit Brachialgewalt um oder nehmen wir im Zuge unserer Politik auch darauf Rücksicht? Unter Strengmann-Kuhn, Sie haben dazwischen gerufen, aber ich sage Ihnen eins, der Rechtsextremismus, der entsteht nicht, wenn Sie nicht genügend Sozialleistungen zur Verfügung stellen. Das kann im Einzelfall mal so sein. Der entsteht dann, wenn Sie gegen eine Stimmungslage, gegen Anschauungen in einer Bevölkerung mit Brachialgewalt Politik machen, rücksichtslos und nicht bedenken, welche Auswirkungen hat das denn? Was meinen Sie denn, warum überall in Europa Rechts- und Linksextreme zurzeit ansteigen? Das liegt nicht an den Verwerfungen im Sozialbereich, die sicherlich auch da sind. Kollege Seif, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Ulrich? Ja. Ja, vielen Dank. Herr Seif, Sie sind jetzt der vierte Redner der Regierungskoalition. Man merkt, schauen Sie sich die Presselandschaft an, denken Sie an Ihre eigene Fraktionssitzung der letzten Wochen. Die Bundeskanzlerin schafft es nur noch, mit dem Thema einer europäischen Lösung die Regierung zusammenzuhalten und ganz Deutschland wartet darauf, was denn die europäische Lösung sein soll. Sie sind jetzt der vierte Redner der Regierungskoalition, der keinen einzigen Satz sagt, wie es die europäische Lösung aussehen soll. Finden Sie es verantwortbar für die Bundesregierung, für die Fraktionen der Bundesregierung, dass Sie auch in dieser Debatte nur allgemein Business as usual betreiben? Oder wären Sie bereit, vielleicht als einer der letzten Redner, jetzt mal zu sagen, wie die europäische Lösung der Bundesregierung aussieht, was die Meinung Ihrer Fraktion ist, was beim EU-Gipfel in 3 Wochen herauskommen soll? Denn mit einem Weiter-so, wie Sie es heute hier betreiben, werden Sie den Rechten in diesem Land noch weiter Auftrieb bescheren? Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Ich habe auf diese Zwischenfrage gewartet, weil ich nämlich eigentlich nicht genügend Redezeit habe, um über alle Themen zu reden. Ich habe es Ihnen organisiert. Aber zunächst mal eins zur Klarstellung. Die Unionsfraktion ist etwas anderes als das, was Sie in der Öffentlichkeit sehen können. Wir sind Kollegen, die sehr intensiv in der Sache um das richtige Ergebnis ringen. Und es gibt keinen Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, der vielleicht einen anderen Ansatz hat. Ich habe ja auch an einer Stelle einen weiteren Ansatz zu den guten Vorschlägen der Union, der sagt, dass die Bundeskanzlerin nicht die Richtige wäre, die uns gemeinsam durch diese Krise erfolgreich führen kann. Das zunächst mal als Vorwort. Und dann müssen wir, und das ist die europäische Lösung, man muss eben auch sehen, Sie können stehen bleiben, ich bin noch nicht im Redetext angekommen. Gut, sonst wird das von meiner Zeit abgezogen. Sie können mir gleich noch eine Frage stellen. Und dann muss man sehen, der Druck, den wir doch auch in Europa haben, der folgt doch aus dieser hohen Zahl von Flüchtlingen. Und die europäische Lösung wird ja in vielen Bereichen auch schon angegangen. Ganz wichtig, Fluchtursachenbekämpfung, diese Fonds, da kommen wir nicht umhin. Ganz wichtig, weil das nicht funktioniert, die Rückübernahmeabkommen. Ganz wichtig, weitere Einstufung von Herkunftsländern. Wir reden von den Maghreb-Staaten. Das sind ganz wichtige Maßnahmen. Aber wir müssen, und das vermisse ich in der Tat im Programm, und da bin ich auch dankbar für Ihre Frage, wir müssen auch drüber nachdenken, ob
dieses Asylrecht, was wir in Europa haben, die Entwicklung der heutigen Zeit vorhergesehen hat. Die Genfer Flüchtlingskonvention war nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelegt. Da ging es um ganz andere Flüchtlinge, um viel weniger. Dann hat man das erweitert. Es ging jedenfalls nicht um Fluchtbewegungen, die wir jetzt erwarten können, die nämlich auf bis 100 Millionen geht, wenn man mal genau hinguckt. Und das hat niemand vorhergesehen, solche Zahlen. Eins ist klar, die europäische Lösung muss ganz oben den Flüchtlingsschutz haben. Aber wo der Flüchtling geschützt wird, wo wir ihm die Perspektive geben, ob hier in Deutschland oder heimatnah, wo das Ganze nur zu 10% der Kosten umsetzbar ist und dann können wir viel mehr Menschen helfen, ist eine ganz andere Frage. Und die europäische Lösung, die muss ganz dringend ansetzen, auch an der Anerkennungsrichtlinie, die nämlich über die EU-Verträge hinausgegangen ist. Da heißt es nur, dass ein subsidiärer Schutz bereitgestellt werden muss. Aber wir haben den in Europa sehr weit ausgeprägt, was es uns unmöglich macht, wenn Bürgerkriegsflüchtlinge zu uns kommen, auf der Flucht sind, zu sagen, bitte schön, wir haben an anderer Stelle mit den Vereinten Nationen die Möglichkeit, dich sicher unterzubringen und dir eine Perspektive zu geben. Das ist natürlich auch eine Zukunftsaufgabe. Und das ist beschämend, dass in den letzten Jahren die Mittel immer niedriger wurden und im letzten Jahr sogar das Welternährungsprogramm die wenigen Einrichtungen vor Ort im Libanon, Jordanien nicht sichergestellt wurden. Sie haben es gemerkt, ich bin jetzt insoweit wieder bei. Doch, das war die Antwort, wenn Sie zugehört haben. So, und dieser Gedanke, jetzt kehren wir mal wieder zurück zu dem Gedanken, den ich hatte. Dieser Gedanke, dass ja es schwer ist, bei den Mitgliedsländern eine andere Politik auf den Weg zu bringen, die diese erheblichen Vorbehalte haben, der spielt keine Rolle. Man sagt einfach, wenn du nicht spurst, kriegst du eine Vertragsstrafe, dann entziehen wir dir die Finanzleistung. Damit wird man kein Europa zusammenhalten können. In der Sitzung des Libe-Ausschusses vom 14. Januar hat der Kommissar Avramopoulos ausgeführt, dass zukünftig die Reformvorschläge der Kommission zum Dublin-System auf dem Prinzip der Solidarität, hört sich gut an, aufgebaut werden soll und dass hier ein fester Schlüssel automatisch den einzelnen Mitgliedstaaten die Flüchtlinge zuweisen soll. Meine Damen und Herren, das wird der falsche Weg sein. Wolfgang Schäuble hat letzte Woche in einer Rede darauf hingewiesen, dass eine gute Europapolitik auch immer nationale Erfahrungen berücksichtigen muss. Und das gilt auch und gerade in der Integrationspolitik, wo nicht alle Gesellschaften in gleicher Weise die Vorzüge von Offenheit gegenüber Abschottung kennenlernen durften. Und wir Deutsche erinnern uns an die Zeit der Wiedervereinigung. Da haben wir genau diese Erwägungen, die Vorbehalte der Menschen im ostdeutschen Bereich berücksichtigt und haben gesagt, da müssen wir behutsam rangehen. Es geht nicht, dass man sich komplett abmeldet aus dem System. In irgendeiner Weise muss auch eine Kosten- und Lastenteilung stattfinden. Aber wir müssen das Vertrauen gewinnen, wir müssen ins Gespräch kommen. Und Vorbild für die europäische Flüchtlingspolitik könnte da durchaus das Modell sein, was wir nach der deutschen Wiedervereinigung umgesetzt haben. Meine Damen und Herren, viele von uns sehen das Risiko, dass Europa an den großen Herausforderungen scheitern wird. Ich bin der festen Überzeugung, Europa kann das schaffen. Europa kann die gestellten Herausforderungen hervorragend bewältigen und geht vielleicht sogar gestärkt daraus hervor. Aber wenn Sie keine Rücksicht nehmen, wenn man rücksichtslos an den Mitgliedstaaten vorbei meint, wir können jetzt von oben, von EU-Kommissionsebene durchregieren, dann sehe ich ein großes Risiko, dass dieses Europa scheitert. Und unabhängig von der Frage zunehmender Kritik war es zum Beispiel unvertretbar, dass der EU-Präsident Martin Schulz Polen bezichtigt hat, eine gelenkte Demokratie nach Putins Art zu sein. Eine besonders geschmacklose Entgleisung, wenn man die historische und geografische Situation Polens sieht. Und ich komme jetzt auch zum Schluss.
Meine Damen und Herren, keine Zeit für Business as usual. Absolut richtig. Eine einvernehmliche Lösung der Flüchtlingskrise in Europa wird aber nur möglich sein, wenn eine intensive und freundschaftliche Kommunikation mit den Ländern geführt werden wird, die Vorbehalte haben. Aber, meine Damen und Herren, davon ist in der aktuellen Kommissionsarbeit und auch im Arbeitsprogramm 2016 leider nichts zu spüren. Die Kollegin Andrea Lindholz hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.